Ordnung. Bin auf dem Weg. Ja, mein Fürst. Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal in sein Lager, weil es geht ja so nicht weiter. Ihr seid weise, so soll es geschehen. Oh shit. Ja, Meister. Wir werden herrschen. Okay, die Geisha wurde schon tot geprügelt. Sie hatte. War zu mächtig. Ja, kommt. Ich werde euren Willen vollstrecken, wie ihr befehlt. Oh, gute. Für den Drachen. Oh, da ist aber doch viel los. Wer ist denn da? Wir folgen dem Sturm. Der Geist ist konzentriert. Ja, was ein bisschen Radau machen. Verstanden. Mehr Bogenschützen. Ist eigentlich nicht gut, was ich mache, aber. Richtig, richtig quälen. Wie lange der Samurai durchhält, er ist richtiger super fight. Gucken, ob ich das schaffe. Das Problem ist, sie können halt immer gut nachproduzieren. So bringt mir das auch nichts. Also da muss ich wegrennen. Auf dem Weg. Verstanden. Das ist nicht so klug dann. Mit dem Bogen in der Hand. Er will auch nicht wegrennen. Ziel erfassen. So manchmal wollen die einfach nicht. Die wollen dann wirklich bis zum letzten Mal kämpfen, die Typen. Ich glaube es nicht. Werde sie mit bloßen Händen erledigen. Bin unterwegs. So, aber die Bogenschützen sind eigentlich recht stark. Ich werde die auch noch einmal hier dann. Ich werde den auch so weiter schießen. Das ist auch eine super Fähigkeit. Wenn ich mir da nicht ein bisschen selber was verbaue. Müssen wir mal gucken. So, die Samurais waren auch ganz gut. Ich gehorche. Ich diene dem Drachen. Mit dem Bogen in der Hand. Und wir werden gleich noch eine Geisha bauen. Und die da auch weiter. Damit wir auch was zum Heilen haben. Und dann werden wir versuchen, nochmal anzugreifen. Das ist einfach, ja, wie gesagt, einfach nur ein kleiner Einblick. Man sieht einfach mal ein bisschen so die Mechaniken, die ich mache. Wenn immer noch Fragen aufkommen. Kann ich die gerne in den Kommentaren beantworten. Und dann habe ich mir gedacht, das ist einfach mal so eine Reihe. Ich da jetzt durch. Bin schon unterwegs. Können wir mal so einen Kabuki-Krieger machen, das ist auch mal was. Ja, Meister. Ich gehorche. Einfach mal eine Reihe, die. Verstanden. Die des Öfteren jetzt kommt und viele Spiele einfach mal beinhaltet von den verschiedenen Konsolen. So, die Feuerwerksfabrik ist eigentlich noch cooler, weil man da Feuerpfeile kriegen kann. Und ja, die sind da cool. Die guten Kabuki-Krieger, Schrapnellfass. Was haben wir da? Erhöhte Angriffskraft, bringt die Sichtweite ausdauern, den Kontinuier nicht ab. Erhöhte. Achso. Ja. Gucken wir mal. Die werden wahrscheinlich auch gleich Helden haben. Das ist natürlich nicht so toll. Man kann auch Bauernhäuser zum Beispiel sperren. Wenn man jetzt hier auf das Bauernhaus klickt, hier unten. Da kann man eine sperren, damit nicht überall auf der Karte, wenn man mehrere Bauernhäuser hat, Leute rauskommen. Ich diene ist natürlich sinnvoller an manchen Punkten. Ja. So. Oder mal dahin. So, die haben alle Feuerpfeile. Man konnte mit irgendeiner Taste das alles aktivieren. Mit B ist das nämlich. Mit der Taste B, dann machen die das alles. Ja, in je weiter man natürlich, also je mehr Bevölkerung man hat, desto langsamer dauert natürlich auch die Bauernproduktion. Dann nehme ich auch immer keinen Bock mehr.
auf neue Kinder. So, das sperren wir jetzt einfach. Kannst du da mal so seelenfriedlich alleine dann machen. Der Diener gehorcht. Irgendwie weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu wenig Nahkampf ist. Ich bin unterwegs. Nehmen wir noch so einen Speerkämpfer mit, weil nicht immer die Weiterentwicklungen sind stärker. Also die Lanzenträger haben jetzt zum Beispiel für bestimmte Gegner einen besseren... Auf dem Weg. Einen besseren Wert. Wie ihr befehlt. So, man kann ja auch hier nummerieren. So, nehmen wir mal 3, nehmen wir mal 2, nehmen wir mal 1. Das ist auch cool, wenn man die nicht anklickt. Sind sie halt nicht in Gefechtsbereitschaft. Ja, mein Fürst. Ziel erfasst. In Ordnung. Ihr seid weise. Schön, dass man das sich zu spät. Wir werden ernst. So sei es. Oh shit. Die hassen mich richtig. Was ich verliere, ist auch nicht schlimm. Ich gehe ja nur um zeigen, ich bin ja nicht gut in dem Spiel. Ich bin ja... Profi. Ich habe mich auch nie mit dem Spiel natürlich so weit auseinandergesetzt. Ist die Geisha wieder tot? Ja, die... Sie hassen die richtig. Ist da unten was von denen? Das würde mich mal interessieren, wir gucken mal. Wenn er jetzt schon so aggressiv hier hingerannt ist. Nee, der ist echt einfach nur... Ich habe verstanden. Man kann aber da unten her. Das ist ja höchst interessant. Ja. Oh, wir haben Notstand. Wir bauen mal einen Dorfplatz. Dann kriegen wir auch. Können wir mehr Reis und Wasser auch tragen. Bin unterwegs. Der Diener gehorcht. Erledigt. Gibt's ja nicht, ey. Habe ich schon wieder meine Einheiten alle fast verloren. Ein Hin und Her. Ja, mein Fürst. Weiter ausbilden, das ist das Wichtigste jetzt. Dürfen da jetzt natürlich nicht hier. Verstanden. Wir haben kein Wasser mehr. Ich gehorche. Shit. Lanzenträger, einer der. Die Samurai sind bis jetzt immer die beste Alternative. Die kosten natürlich mehr, aber. Bin schon dabei. Wo bleibt das Wasser? Oh, geht doch. Ja, man kann auch zum Beispiel Gebäude zu Gebäude Wegpunkte machen, dann gehen die Einheiten immer direkt da rein. Dann braucht man sich nicht unnötig damit befassen, wenn man wirklich bestimmte Einheiten einfach nur bauen möchte. So, der kann man aufwerten zur Königliche Akademie. Ah, das muss was Neues sein. Aus dem Winter of the Wolf Add-on. Also, ja, man, leider ist das immer ein bisschen spärlich besetzt, was ich bin unterwegs. Der Sache angeht mit dem, wie kann ich sagen, mit den Infos. So. Vorwärts. Vorwärts. Ihr seid weise. Mein Schwert ist euer. Sollte ich aber schaffen. Also verteidigen kann ich mir auf jeden Fall einbekommen. Der Bauer ist der Beste. Mein Bogen ist stark. Ich diene dem Drachen. Wir sollten da auch als nächstes wahrscheinlich dann. Sowas nehme ich dann. Den Heusenstall. Ich folge euch. Du gehst mal da rein. Du gehst da rein. So. Du hast anscheinend nichts zu tun. Ich glaube, wir werden noch einen Wachturm hier unten bauen. Ich gehorche. Einfach da unten dann zu sehen, was abgeht. Ziel erfasst. Ja, mein Fürst. Ja. Und bin unterwegs. Dann bauen wir noch einen Bogenschützen. Verstanden. Ja, warte noch. Lass mal deinen verwundeten Freund da rum. Ja, mein Fürst. Verstanden. Gut.
So. Sehr gut. Dann werden wir mal sehen. Also wir Samurais und Bogenschützen ist, glaube ich, eine gute Wahl, um die Gegnern Einhalt zu gebieten. So, wir haben jetzt hier auch Wasser, das ist ganz cool, weil dann müssen die Leute nicht mehr so weit latschen. Ein Bogenschützen nochmal da runter. Am besten einen, der nicht Feuerpfeile hat. Haben die alle natürlich. Aber da kommt gleich einer, der es nicht hat. Bin auf dem Weg. So. Du bist dann da runter. Weil so haben wir eine gute Chance. Wir haben ja hier zum Beispiel einen Wachturmangriff. Damit kann man Einheiten in der Nähe betäuben, wenn man da am Turm gerade ist. Wenn da Gegner sind, kann man das aktivieren und dann kriegen die mehr Schaden. Na, das sollte ich als erstes machen. Mehr Leben ist mir immer lieber als mehr Schaden. So sei es. So, du kannst ich gehen. Gehorche. Und, jo, was haben wir genug? Ja, mein Fürst. Ernte auch noch ein bisschen Reis. So. Ja, wir sehen da jetzt irgendwie nicht so viel, wie ich mir das erhofft habe. Aber wir wissen jedenfalls, wenn sie von da kommen, dass sie in der Nähe sind. Okay, da sind sie. Zum Glück können wir schon aus weiter Entfernung ballern. Die Pechmänner sind leider immer des Samurais Untergang. Das ist ein Wolfsführer. Also sie haben echt wenig auszusetzen gegen Bogenschützen. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir aber mal weiter ein bisschen. Besonders den da. Nebenbei entwickeln wir das noch, damit der Samurai länger überlebt. Und jetzt feuern wir da Feuerpfeile drauf. Das sollte dann schnell vorbei sein. Nein, ist es nicht. Natürlich nicht. Dann helf mal lieber. Der Geist ist konzentriert. Der Samurai kann zum Beispiel auch Feuerpfeile verschießen. Das wird so nichts. Verstanden. Bin unterwegs. Das wird so nichts. Der Geist ist konzentriert. Mit dem Bogen in der Hand. Natürlich. So wird das nichts, wie ich das mache. Ich gehorche. Ja, mein Fürst. Was macht er denn? Er ist der beste Samurai der Welt. Heia! Last Samurai, Tom Cruise. Heia! Ihr Schweine. Verreckt alle. Naja, die versuchen das gerade zu löschen. Man kann das nämlich in Brand setzen. Okay, die so gut ereignen sie sich dann doch auch nicht fürs Zerstören von Gebäuden. Das ist natürlich doof. Habe angelegt und warte. Erledigt. Alles klar, aber wir werden trotzdem ein paar Samurais noch ausbilden. Die haben jetzt mehr Leben, wir kriegen auch bald mehr Schaden und dann sollte das wohl besser werden. Oh, ein kleiner Ruckler. Ja, mein Fürst. Ein bisschen das bewässern. Natürlich. Haben wir noch einen Kanonier? Warum nicht? Auch die können rennen. Ich werde gleich mal zeigen, wie das aussieht mit dem, dass man auch Helden rufen kann. Und die sind nicht mal gerade schwach. Die brauchen aber auch hier Young-Punkte. Ich werde hier wahrscheinlich 2-3 Folgen rausmachen. Also wenn es in der Mitte abrupt endet, dann wisst ihr, was los ist. Ich folge euch auf eurem Weg. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber ich mache das jetzt einfach so. Was brauchen wir denn dafür? 650, ja, mach mal hin. Dann brauche ich mir mal eine Festung.
viel Platz, aber... Aber dahin. Sieht sowieso alles so durcheinander aus.